Gestern die Fed und Jerome Powell, heute die EZB und Christine Lagarde. Was wir erleben, ist ein hawkischer Tsunami und das trifft auf Märkte, die irgendwie auf Weihnachtsrallye programmiert sind, die eigentlich Party machen wollen und jetzt auf den falschen Fuß erwischt werden mit ihren Weihnachtsrallye-Fantasien. Die bullische Stimmung, das habe ich dann auch immer wieder gesehen in den Kommentierungen auf mein Video, die war sehr, sehr groß und darin besteht jetzt ein gewisses Potenzial nach unten, der Weg des größten Schmerzes. Und das, was da passiert, das erinnert mich so ein bisschen an Dezember 2018, als Jerome Powell von Autopilot sprach, weiteren Zinsanhebungen sprach. Die Märkte damals auch auf Weihnachtsrallye programmiert, auf den falschen Fuß erwischt wurden. S&P 500 crashte 20%. Powell musste kurz danach umsteuern, Ende Dezember, Anfang Januar, dann 2019, habe ich alles nicht so gemeint, die Märkte wieder nach oben gegangen. Damals konnte Jerome Powell das machen, weil die Inflation kein Problem war. Jetzt ist die Inflation ein Problem. Deswegen ist dieses Lösungsmodell, wir machen jetzt plötzlich alles anders, nicht mehr irgendwie greifbar. Aber das eigentliche Entscheidende ist, dass Lagarde heute, die EZB-Chefin, so ein bisschen die starke Frau gespielt hat, möglicherweise psychologisch erklärbar. Alle haben gesagt, seht ihr, die FED, die agiert gegen die Inflation, ihr habt lange gepennt bei der EZB, ihr seid nicht dagegen vorgegangen. Jetzt will sie mal zeigen, dass wir auch ganz stark gegen die Inflation vorgehen und das ist wie im Leben so oft. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Wer zu lange pennt, zu lange auf dem Gaspedal bleibt, der muss dann so stark in die Eisen und übertreibt es dann möglicherweise, dass der Unfall vorprogrammiert ist. Und dieser Unfall ist jetzt vorprogrammiert aus meiner Sicht, denn das, was da Lagarde gesagt hat und vorhat angeblich mit der EZB, das würde bedeuten, dass wir eine neue Euro-Schuldenkrise 2.0 bekommen, schlichtweg, weil die Staaten so massiv verschuldet sind auf der einen Seite. Zweitens, immer mehr Schulden machen, allein in Deutschland über 500 Milliarden nächstes Jahr. Jetzt will die EZB noch Bilanzreduzierung betreiben, also praktisch Angebot an Staatsanleihen auf den Markt werfen. Das führt zu steigenden Renditen für diese Staatsanleihen. Das heißt, die Verschuldung wird immer teurer, immer weniger tragfähig und früher oder später müssen die Notenbanken dann umsteuern, zumal sie ziemlich sicher diese Wirtschaften sowohl in den USA, aber vor allem in Europa in die Rezession stürzen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Heute 50 Basispunkte Anhebung, Zinsanhebung und dass Lagarde irgendwie einen Komplex hat in Sachen Jerome Powell, zeigt sich mit ihren Aussagen. Nein, wir machen keinen Pivot, das werden wir nicht tun. Wir machen also keine Kehrtwende. Mehrere 50 Basispunkte Zinsschritte werden jetzt kommen. Hurra, good luck, Madame Lagarde. Und jetzt sagt Alf unter Zitierung dieses Not Pivoting, sagt er, das ist die wichtigste EZB-Sitzung seit der Draghi-Ära. Die Frau Lagarde führt Europa oder führt die Eurozone ziemlich sicher in eine Rezession. Don't expect just one more 50 basis point hike, but multiple more. We've got a lot more to go. Und der Pivot, der ist angeblich ganz, ganz, ganz weit weg. Naja, da habe ich so meine Zweifel, aber es wird für die Märkte erstmal schwierig. Wir sehen jetzt den schnellsten Anstieg der Leitzinsen in der Eurozone. Das gab es noch nie in der Form und soll sich ja angeblich auch dann fortsetzen. Und all das, wie gesagt, erinnert an Jerome Powell 2018. Ich hatte am 21. November einen Videoausblick gemacht mit dem Titel Wiederholung des 2018er Crashs. Auch damals eben, wie gesagt, die Märkte so auf Weihnachtsrallye programmiert, alles super, alles schick, komm, wir wollen jetzt nochmal ein schönes Jahresende und dann kam Powell mit diesen Aussagen und das erwischte die Leute auf dem falschen Fuß, die Märkte gehen dann den Weg des größten Schmerzes, das kann diesmal auch so sein, muss nicht so sein, aber das Potenzial ist mindestens da und Lagarde begeht also, weil sie Stärke zeigen will, im Grunde denselben Fehler, den Powell damals begangen hat und man darf gespannt sein, wie das ausgehen wird. Das Quantitative Tightening wird im März bereits starten. Wichtig auch, dass die Kerninflation laut Aussagen heute der EZB Ende 2024, also in zwei Jahren, immer noch bei 2,8% liegen dürfte. Das ist also über der Zielvorstellung der EZB. Wir haben also jetzt eine Situation, in der die EZB voll auf die Bremse tritt, ihre Inflationserwartungen aber nach wie vor über ihrem Ziel liegen. Für Ende 2023, also nächstes Jahr, sieht die EZB sogar die Kerninflation noch bei 4,2%.
2%, das ist das Doppelte ihres Preisziels. Dementsprechend steigen jetzt die Renditen und die zweijährige Bundesanleihe steigt auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise. Wir sehen, dass die Zinskurve zwischen der 2- und 10-Jährigen sich so stark invertiert, wie schon lange nicht mehr, minus 29 Basispunkte. Und Sven Henrik sagt, ja, ihr wollt also Quantitative Tightening betreiben, Bilanzreduzierung betreiben, das wird wahrscheinlich das kürzeste Quantitative Tightening ever, denn du kannst in dieser Situation das nicht tun, das wird nicht funktionieren. Letztendlich ist es so, und das bringt hier ein Twitter-Account auf den Punkt, wer hätte gedacht, dass ein Jahrzehnt expansiver Geldpolitik und des künstlichen Wirtschaftswachstums irgendwann einmal Kosten nach sich zieht. Die Zentralbanken regeln Inflation immer durch Demand Destruction, also durch die Zerstörung der Nachfrage. Und hier sehen wir nochmal die Anleiherenditen, die jetzt massiv nach oben gehen. Zweijährige, fünfjährige deutsche Staatsanleihe. Je kürzer die Laufzeiten, umso stärker der Anstieg, weil die Märkte sagen, wow, das fällt ja dann sozusagen in die nächste Zeit bei diesen kürzeren Anleihen. Da müssen wir dann das Ganze einpreisen. Bei den länger laufenden Anleihen preist man die kommende Rezession bereits ein. Und hier sehen wir nochmal diese invertierte Zinskurve. Die Wirtschaft wird komplett gekillt, sagt ja ein Twitter-Account. Hard Landing incoming. Viel Spaß bei weiteren signifikanten Erhöhungen. Das wird die EZB nicht durchziehen können. Wenn sie es durchzieht, dann crasht sie die Wirtschaft, crasht die Märkte. Dann können wir Tschüss sagen. Aber vor allem auch Italien ist jetzt unter Druck. Wir sehen die 10-jährige italienische Anleihe BTP jetzt mit 24 Basispunkten steigend über 4%. Und jetzt schauen wir uns mal die Schuldenquote in der Eurozone an. Da liegt ganz vorne Griechenland, 194% des BIPs. Da ist Frankreich 112%, Spanien 118%, Italien 150% des BIPs, Portugal 125% des BIPs. Aber was das bedeutet, das sehen wir hier in dieser Grafik. Nämlich, wie ist es denn mit der nominalen Verschuldung? Da ist etwa Frankreich mit knapp 3 Billionen verschuldet, Italien mit 2,767 Billionen. In Deutschland immerhin mit 2,5 Billionen. Also jetzt stellen Sie sich mal vor, die Staaten müssen sich dann refinanzieren, wenn die Anleihen auslaufen, bedient werden müssen, dann musst du neue an den Markt bringen und dann hast du einen ganz anderen Zins. Deutschland, wie gesagt, will mal entspannt jetzt eben 539 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen und das Ganze jetzt in dieser Situation, wo wir jahrelang eine Art Fiskalisierung des Euros erlebt haben und jetzt sagt Lagarde plötzlich diese Fiskalisierung des Euros ab, das kann nicht funktionieren, zumindest kann es nicht unter massiven Schmerzen funktionieren, also dass die Anleiherenditen durch die Decke schießen oder irgendwie irgendwas kaputt geht, das wird nicht funktionieren, das ist eine Abkehr, deswegen vielleicht die wichtigste Sitzung seit der Draghi-Ära, manche haben wieder gesagt, naja, war doch alles zu erwarten. Nee, das war nicht zu erwarten. Gestern hatten wir ja schon diesen hawkischen Tsunami gesehen von Jerome Powell. Sven Henrik kommentiert hier im Februar 2021, als die Fed noch nicht begonnen hatte, Zinsen anzuheben, sondern sogar noch Liquidität in die Märkte geschüttet hat durch Quantitative Easing. Da hat man die Inflation laufen lassen, hat sich gesagt, komm, jetzt drucken wir ein bisschen. Jetzt sagt die Fed, die Inflation geht zwar zurück, aber jetzt heben wir die Zinsen weiter an. Das passt natürlich nicht so richtig zusammen. Powell hat Angst, dass die Financial Conditions zu lax werden, damit Nachfrage steigt, damit die Inflation weiter steigt, aber dass auch die US-Wirtschaft wirklich schwach auf der Brust ist, das sehen wir heute etwa bei den US-Einzelhandelsumsätzen. Ein schlechtester Wert seit Dezember 2020, Industrieproduktion schlechtester Wert seit September 2021. Zeit für Powell noch weitere 50 Basispunkte anzuheben, sagt hier Zero Hedge, schauen wir uns den Philly Fed an, minus 13,8, wir haben den Empire Fed Manufacturing Index, minus 11,2, alles also tiefrot und auch die Retail Sales mit minus 0,6, das ist ja noch vor Inflation, also das ist nicht inflationsbereinigt. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, da geht es also wirklich steil bergab und in dieser Situation heben die Notenbanken die Zinsen an, das ist für Risikoassets absolut eine giftige Mischung, du hast die Perspektive auf die Rezession, die ganz schlecht für die Unternehmen ist in Sachen Umsatz und Gewinn und du hast auf der anderen Seite eine Verknappung des Geldes, Cash wird King.
Du musst gucken, wenn du hochverschuldet bist, wie du diese Situation irgendwie auf die Reihe kriegst. Und interessant auch, wie Hannes Zipfel bemerkte, dass man jetzt mehr Zinsen bekommt oder dass der Leitzins höher ist als derzeit die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe. Das heißt, je länger man dem Staat Geld leiht, umso schlechter ist es. Es macht also mehr Sinn, sozusagen jemand über Nacht Geld zu leihen, kriegst du mehr Zinsen, als wenn du dem Staat 30 Jahre Geld leihst. Absurd, kann nicht funktionieren, wird nicht funktionieren, genauso wie das Portfolio meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood, die nochmal nachgekauft hat am Mittwoch bei Tesla und Coinbase. Jetzt hat Elon Musk nochmal 22 Millionen Tesla-Aktien verkauft im Gegenwert von 3,6 Milliarden Dollar. Musste er wohl, um die Löcher bei Twitter zu stopfen. Aber das könnte jetzt erstmal bedeuten, dass der ganz große Druck bei Tesla raus ist. Wir sehen auch, dass die Aktie dann sogar ins Plus gedreht ist. Aber alles andere, was Cathie Wood im Depot hat, ist hochgradig gefährdet. Der ARK Innovation 3,5% im Minus. Hier mal diese typische Weihnachtsrallye-Stimmung. Hier ein Video von Hans Bernecker, den ich durchaus schätze. Ich will da gar nichts Negatives jetzt sagen. Vom 2.11., also Anfang November. Und da hat er die Weihnachtsrallye aufgerufen und klar, also wer da investiert hat, hat vielleicht auch zwischendurch Gewinn gemacht, aber das bringt so ein bisschen die Stimmung auf den Punkt, Zinsthema abhaken, wir wissen jetzt, nö, nicht abhaken, Inflationsrisiko abhaken, unklar, ob man das abhaken kann, Überliquidität hängt über dem Markt, naja, ob diese Überliquidität wirklich da ist, wage ich mal zu bezweifeln, also das bringt so ein bisschen die Stimmung auf den Punkt und die Bären haben es immer geschafft, an der 200-Tageslinie, beziehungsweise bei dem seit Jahresbeginn laufenden Abwärtstrendkanal des S&P 500 die bullischen Lemminge zu fressen. Jetzt kommen wir noch kurz zur Geopolitik. USA hat 36 chinesische Firmen auf die Trade Blacklist weitergesetzt. Die chinesische Propaganda versucht jetzt, das Narrativ aufrechtzuerhalten, dass Xi Jinping gottgleich ist, erklärt, warum das jetzt alles so notwendig war, warum also plötzlich Omikron nicht mehr gefährlich ist, aber vor einer Woche noch brandgefährlich war. Das ist fast schon kurios, fast schon grotesk. Man appelliert an die Bevölkerung, doch an die Allmacht und Weisheit von Xi Jinping zu glauben. Das zeigt, dass da Risse sind, dass man da so etwas schreiben muss, dass man versucht wirklich hier diesen Unmut in der Bevölkerung, die jetzt unter massiv steigenden Corona-Problemen leidet, irgendwie wieder einzufangen. Wir leiden derzeit unter Kälte und dementsprechend wird auch viel Gas entnommen aus dem Speicher. Die Industrie spart weniger, die Haushalte sparen weniger. Das liegt an kalten Temperaturen, wie Klaus Müller sagt. Jetzt gibt es da auch noch Theater um die Überkapazitäten der geplanten LNG-Terminals, die selbst nach internen Dokumenten des Wirtschaftsministeriums massiv Milliarden verlieren werden. Das wird sich nicht rechnen. Und auch wirklich cool ist, dass viel an produziertem Strom gar nicht ins Netz eingespeist wird. Und zwar ganz erheblich viel Strom nicht eingespeist wird. Diejenigen, die diesen Strom produzieren, aber nicht einspeisen können, die werden trotzdem bezahlt. Wer zahlt das Ganze letztendlich? Der Verbraucher. Und welch ein Zufall, meine Damen und Herren, dass Deutschland die höchsten Stromkosten hat weltweit mit Abstand. 49 Cent durchschnittlich November 2022, Dänemark mit 36 Cent an zweiter Stelle. Also großartig, wie wir hier mit unserer Energiepolitik vorangehen. Das ist wirklich eine Leistung. Gibt es jetzt diese Crash-Gefahr? Höhere Zinsprognosen, Experten über das, was die EZB gesagt hat. Sehr interessant, wenn Sie sich da eine Meinung bilden wollen oder andere Meinungen mal anhören wollen. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, und das hängt eben alles mit dieser geldpolitischen Wende, dem monetären Klimawandel zusammen, ist der deutliche Rückgang der Immobilienpreise, die große Wende. Was das bedeutet, wie die Lage ist, lesen Sie in diesem Artikel. Zweite Empfehlung und letzte Empfehlung heute 19 Uhr, meine Damen und Herren, mit Thomas Mittelhoff, Scheitert Deutschland, wo wir anhand eines gescheiterten Lebenswerks eines Menschen, der ganz, ganz oben war, dann ganz unten war, dann zur Selbstreflexion sich gezwungen hat. Er wollte Erkenntnis erlangen und diese Erkenntnis könnte vielleicht dem einen oder anderen helfen, vor allem der deutschen Politik helfen, die ja glaubt, wir sind Moralweltmeister, wie Wolfgang Schäuble gestern gesagt hat. Aber ansonsten hakt es ein bisschen, das sehen wir ja an so vielen Stellen. Da braucht man eigentlich kaum etwas zu sagen. Also 19 Uhr, ich packe den Link wie immer jetzt unter die Videobeschreibung. Schauen Sie da rein, selbst wenn Sie es heute 19 Uhr nicht schaffen. Nicht verpassen, meine Damen und Herren, ich verspreche, es wird gut. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao.